Herzlich willkommen an Freunde zurück zu Nexumon. Im letzten Part haben wir die Stadt erkundet, sind der Gilde beigetreten und heute werden wir mit diesem schönen Luftschiff fliegen. Und ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt, was heute passieren wird. Wir reden noch eben mit den Leuten hier. Das haben wir nämlich im letzten Part nicht gemacht. Aber die labern eh nur Kacki. Das, was uns leider nicht so interessiert. Na gut, dann gehen wir mal zu ihm hier. Hallo, der Herr. Das Luftschiff ist startbereit. Fliegst du heute auch zu den Dracheninseln? Wie ich sehe, bist du noch kein Silbertamer. Das ist der empfohlene Rang. Aber ich kann dich trotzdem hinbringen, wenn du darauf bestehst. Sollen wir loslegen? Ja, komm. Okay, eigentlich sollte man hier erst, wenn man den Silberrang hat. Interessant. Oh, ich kann Paarung von hier oben sehen. Ich kann auch den qualvollen Verfall und das Auslöschen sehen, unter dem unsere Welt leidet. Wenn wir in einem längst verlorenen Kampf um die Hoffnung kämpfen. Oh, ich kann mein Haus hier oben sehen. Hehe. Bin wieder ein Geist. Was für eine wundervolle Stimme. Sehr interessant. Okay, hier singt jemand. Hier ist so einer. Hallo, hallo. Okay, den kann ich nicht anreden. Hier da. In der Luft reparieren. Okay. Ein paar Münzen. Münzen sind immer gut. Immer gut. Die Dracheninseln sind in der Tat eine sehr profitable Region. Viele Tamer wollen unbedingt ein oder zwei Drachen haben, also müssen sie viele Nexo-Traps kaufen. Oh, so viel habe ich gar nicht. Drachen sind schwerer zu fangen als normale Nexomon. Das Dorf auf der Dracheninsel hat Experten, die dir helfen können, deinem Glück auf die Sprünge zu helfen. Oh, Entschuldigung, ich bin mitten im Raum, weil ich Höhenangst habe. Okay. Was, das ist die Mitte? Oh mein Gott. Hallo, kleine Lady. Diejenigen, die Großmeister werden, haben Anspruch auf ein eigenes Luftschiff. Aber warum? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, Kleiner. Ja? Wenn du nächstes Mal verstauen oder entnehmen willst, dann nutze die Konsole hier. Ah, cool. Also scheint es hier wohl auch Kämpfe zu geben irgendwo. Lydia. Okay. Oh. Drachen können bei ihrer Nahrung sehr wählerisch sein. Die Stadt auf den Dracheninseln verkaufen vermutlich alles, was du brauchst. Ich hätte immer noch ganz gerne eine Karte von der Region hier. Du hast einen Begleiter Sandilo bekommen. Oh. Nee, heute laufen wir aber mit diesem Alpaka hier rum. Können wir dann im nächsten Part machen. Eurus ist ein mächtiger Tyrant, der auf den Dracheninseln lebt. Allerdings ist er ein bisschen seltsam. Er ist nicht feindselig und schläft den ganzen Tag bei einem Wasserfall. Alles klar. Oh, hier haben wir auch noch was. Die Speisekammer wahrscheinlich. So, dann gehen wir hier rein. Nee. Nein. Wo muss ich denn jetzt hier? Muss ich hier rein? Ist das hier? Kann man hier überhaupt rein? Nee. Nur ein Schrank, okay. Muss ich ja hier reingehen, oder? Heißt, okay. Dann gibt es ja doch nur unten die Möglichkeit, rauszugehen. Yes. Oh, wir sind schon da. Okay. Also so hätte ich mir die Dracheninseln nicht vorgestellt. Eher die Feeninsel oder sowas. Die Hello Kitty Insel ist das hier. Leute. Dracheninsel. Okay. Wir gucken gleich mal, wie stark sie sind. Ach, ich habe außerdem mein Team festgestellt. Das sind jetzt meine Teammember. Ich habe sie alle auf Level 10 gebracht. Und ja. No. Es gibt keine Warpsteine in der Nähe. Der nächste befindet sich in Leidersdorf. Aber nicht jeder hat Dorf. Was? Jeder hat es. Okay. Nee, nein. Wir müssten ja erstmal jetzt hier gucken, ne?
Einsätze kriegen. Oh, ein Bria. Wir nehmen Pflücker. Einen Pflanzentyp haben wir nämlich schon nicht. Den hätte ich dann nämlich schon lieben gerne. Oh Gott, nur 4, okay. Elektro ist nicht so stark, dann müssen wir Prügler weiter einsetzen. Impulssturm machen wir mal hier. Und dann nochmal Impulssturm. So, und jetzt? Nächste Tür. Das ist Feuer, okay, Feuer haben wir natürlich nicht. Oh Gott. Okay, das war jetzt leicht. Oh, Kacke. Mist. Komm, nächste Trap. Ich hätte dich ganz gern. Ja. Komm. Schade. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe gleich schon wieder keine nächste Traps mehr. Die so schweineteuer sind. Und. Ja, nice. Wir haben einen Bria, wurde gefangen. Cool. Dieses kleine samenartige Nexiumon macht einige merkwürdige trompetenähnliche Geräusche. Die Knolle auf ihrem Rücken verbreitet sich von Zeit zu Zeit, als ob sie jeden Moment blühen würde. Oh, schön. Insteam. Ja, Insteam. Und dann haben wir noch eins gehabt. Hier. Ein Feuer. Da bin ich mit meinem Feuerdings eigentlich schon gut dabei. Beim Feuerskorpion. Oha, der war da aber gut Schaden. Wir nehmen dich mal. Der fehlt, super, es ging gut. Mach du mal Combo. Oh. Oh, jetzt habe ich ausgesehen, als ob das 8 macht. What the fuck? Okay, dann macht das nochmal. Sehr gut gemacht. Ich wollte ihn eigentlich fangen, Sturmkuh. Naja, egal. Lydia besitzt eine Tyrantin und eine Reihe Großdrachen. Niemand kann ihre Stärke bestreiten. Normalerweise ist es illegal, einen Tyranten zu besitzen, aber aus irgendeinem Grund erlaubt die Gilde es ihr. Ich frage mich, ob sie nur Angst haben. Okay. Wir heilen uns mal eben. Ja. Ich habe außerdem 972 Geld. 27 Geld. Willkommen auf Dracheninsel, mein Freund. Ein guter Thema hat immer alles Mögliche an Essen, aber um nächstes Mal anzulocken. Vielleicht habe ich was, was dir helfen könnte. Erstmal nicht. Nee, erstmal nicht, sorry. Sorry. In unserem Dorf gibt es einige sehr geschickte Handwerker, die spezielle Nexo-Traps herstellen können. Fortgeschrittene Tamer legen lange Strecken zurück, um sie zu treffen. Aha. Die Kinder von der Dracheninsel haben es einfach, sie spielen nur herum. In Parum haben wir nicht diese Sicht. Das zeigt wirklich, wie schlimm die Lage dort unten ist. Ah, hier. 116, noch teurer, Alter. Nee, danke, dann nicht. Also die 50, ne, am Anfang, die waren dann schon Premium-Preis, würde ich fast behaupten. Hier ist ja alles teuer. Ich hätte ganz gerne noch einen Wassertypen. Oh, der sieht gut aus. Der sieht echt cool aus. Pellala, Windrad am Kopf. Finde ich echt lustig. So. Nächste Trap. 30%, komm. XY. Das ist natürlich die Kurzform von Y, Leute. Keine Panik. Habe ich noch eine? Oh, ich hätte nur die. Nee. Dann Impulssturm. Sorry. Schade. Gerne gehabt, aber es ist alles nicht so leicht hier. Aha, hier hat man jetzt ein großes Haus. Du
Hallo Reisender, seid ihr neu hier? Hier ein kleines Willkommensgeschenk. Oh, wow, ich bekomme das erste Mal in dem Haus etwas. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es ist eine gefährliche Straße, Junge. Klar, Drachen greifen keine Menschen an, aber wenn du in ihre Heimat eindringst, ist das egal. Abstände sind wichtig, um schnell hin und her zu reisen. Okay. Team. Schaffen wir den? Ja, ne? Entschuldige, aber ist dieser Ort nicht ein bisschen außerhalb deiner Liga? Viele naive Tamer kommen hierher und denken, sie kommen mit unseren Drachen klar. Aber schaffen wir es nicht? Willst du mich vom Gegenteil überzeugen? Okay. Oh Gott, Level 10. Das wird etwas. Vielleicht sollten wir hier erst später noch heilen. Dann auch mit mehr Extra Trap. Oh, den haben wir aber easy. Oh! Der ist ja cool. Den hätte ich gern. Den hätte ich gern. Ist jetzt im Nexo-Lexikon abgebildet. Oh, den will ich haben. Den will ich sowas von haben. Gut gemacht. Geht Gogo. Oh, das ist mal eine willkommene Überraschung. Du bist kein schlechter Tamer, Moritz. Ich hätte dich nicht so unfreundlich ansprechen sollen. Aber sei trotzdem vorsichtig. Unsere Drachen sind nicht leicht zu handeln. Lohnt es sich doch, die Leute hier anzusprechen, weil vielleicht bekommt man was. Nur sehr, sehr selten, leider. Ich bin außerdem leicht verschnupft. Bitte entschuldigt dies. Aha. Oh, da haben wir ein Erz. Da haben wir noch ein Haus. Ich bin gespannt, wie groß die sind. Oh, raus hier, ne? Okay, sorry. Tut mir leid. I'm so sorry. Da. Hopp. Donnerscheibe. Pudding. Oh Gott. Hübsch bist du aber nicht. Achso, ich war noch müde. Oh. Dann Impulssturm. Geht schneller. Was ist das jetzt? Flug, ne? Also dann machen wir einfach hier Feuer. Vielleicht nicht ganz so effektiv, aber... Oh, Feuernarbe. Nee, ist nicht neu, die hatten wir schon letztes Mal. Oder? Weil nicht. Explosion ist, glaube ich, neu. Machen wir mal Explosion hier. Klatsch! Oh, lebt noch. Flamme. Pendel. Oh nein. Hypnose 2.0, Leute. Eingeschlafen. Eingeschlafen, oh mein Gott. Sehr gut. Dann holst du dir die Punkte, okay? Kleine Larve. Mit Doppelhieb. Komm, super. Sehr schön. Sehr schön. Oh, da ist jemand. Ach, ein Geist. So ein wundervoller Ort, findest du nicht auch? Diese Drachen sind nicht so gefährlich, wie alle sagen. Du hast gut reden als Geist. Ich bin keiner dieser traurigen Geister. Ich bin ein erfahrener Tamer. Genau wie du. Komm schon, lass mich dir eine Lektion erteilen. Oh, okay. Oh, Bira ist auch süß. Stromschlag. Okay, er macht 7. Dann mache ich Glatteis. Ah, 10. Super. Nochmal Glatteis. Und dann Zwillingstornado. Oh, er ist schneller. Schade. Noch ein Drach. Noch ein Dino. Treppli. Treppli ist auch niedlich. Aber nicht so mein Fall. Fehlt, sehr gut. Gewonnen, ne? Nice! Mein kleines Vögelchen. Wie du sehen kannst, bin ich kein schlechter Tamer.
Du hörst besser nicht auf zu trainieren, Moritz, oder ich bin irgendwann besser als du. Jo, das sehen wir ja dann. Oder Quest? Ein Fremder? Suchst du vielleicht auch nach der geheimen Kammer, die auf den Dracheninseln versteckt ist? Nee. Du musst wissen, nur ein sehr besonderer Schlüssel kann eine solche Kammer öffnen. Und zufällig habe ich einen solchen Schlüssel, mein größter Besitz. Was können wir tun, um diesen Schlüssel zu bekommen? Hehehe, ich mag euch, direkt zur Sache kommen. Schaut her, ich habe mein ganzes Leben lang nach einem seltenen Nexomon namens Namansi gesucht. Ich wurde so besessen davon, dass ich euch meinen Schlüssel zur Kammer geben würde im Tausch gegen einen Namansi. Ich schätze, wir können versuchen, einen zu finden. Oh, ihr könnt es versuchen. Sicher, du kannst das Namansi in der eisigen Tundra fangen. Oder du fängst vielleicht einen Dichala hier auf der Dracheninsel und es entwickelt sich zu einem Namansi. Dichala, okay? Egal wie. Ich wäre zufrieden damit. Das ist eure Entscheidung. Oh, okay. Dankeschön. Ich mal ganz kurz in der Datenbank nachgucken. Ist das dieses Wassertyp-Ding? Hier, ne, muss ich nicht gut. Ne? Oh ne, das ist ein Kamsnow. Achso, ich dachte, er würde den vielleicht haben wollen. Bei denen hätte ich zum Beispiel gerne. Aber wir könnten mal im hier Datenbank nachgucken, ob irgendwie gezeigt wird, wo es die gibt. Ne, ne? Schade. Okay. Oh, oh Gott, da oben ist ein Item, Leute. Wieso sagt das denn keiner? Du hast ein Item übersehen. Ja, ich hab's bemerkt. Und zwar hier. Eine Orange. Super. Ob sich das gelohnt hat? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Nexo-Dinger. Nexo-Traps. Aber ja. Erz hier. Aber was hast du Schönes? Nee, sowas brauche ich nicht. Na, vielleicht gehen wir erstmal ins Haus rein. Oh, sind wir da reingelaufen. Glatteis. Oh, es ist schneller. Schade. Feuer ist schon weg. Nehme ich dich. Ja. Kombo. Sehr schön. 14 Schaden, das ist echt heftig, finde ich. 14 ist sehr... Oh, verfehlt. Kacke. Ist nicht so gut. Sehr schön, das als erstes angegriffen. So mag ich das doch. Bis 9. Nice. Gut gemacht, Gang Kang Gungo. Ah, Item. Orange, okay. Hallo. Jedes Nexomon ist unterschiedlich. Es ist schwer zu wissen, welches Futter man nehmen soll, um sie anzulocken. Kauf einfach ein bisschen was von allem, wenn du zum Marktplatz gehst. Oh cool, ich habe 2 grüne Kuchen bekommen. Das ist aber nett. Was, bekomme ich von dir auch was? Nee, okay, danke. Danke für nichts, Mann. Oh, was machst du hier? Okay, du machst einfach nichts. Okay, gehen wir nach rechts. Hier ist ein Koch, okay. Alter, hier geht's auch noch nach unten. Oh, das wird ja hier was. Sprich mit dem Tamer, wenn du die von ihm gewünschten Nexo-Traps hergestellt hast. Du kannst sie am Marktplatz von Leiders Dorf, okay. Was ist mit dir hier? Okay, du machst nichts. Vielleicht auch besser so. Wie groß ist das denn hier? Alter, ich dachte, das wäre relativ kleiner. Da will jemand kämpfen. Oh, warte. Hier gibt es wahrscheinlich eine Onigiri. Ah, eine Kiste. Begleiter Zumble. Aha, sehr süß auf jeden Fall. Ich weiß langsam nicht, wo ich hier noch hinlaufen soll, Leute. Wie ich denn jetzt hier gelandet? Oh, das ist also groß.
Oh. Okay, hier darf ich nicht hin. Gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Gehen wir jetzt hier unten lang. Oh. Wie faszinierend. Vor 15 Jahren irgendetwas ließ alle Drachen auf der Welt durchdrehen. Diese Ruinen sind ein Beweis für diesen unfassbaren Tag. Aber was hat diesen Ausbruch verursacht? Was geschah an dem Tag? Ja, das ist echt eine gute Frage. Gibt es die Geisterdrachen? Guck mal. Nee. Ein Flodderschirn, okay. Da oben ist ein Dieb, oder was? Weiß nicht. Ah, dich gibt's hier, dich habe ich aber schon. Priya. Okay. Einfach fliehen, Leute. Oh, fehlgeschlagen. Okay, wenn du das so willst, dann kämpfen wir halt. Hier, Combo. Bitteschön. So. Level up, yeah. Super. Okay, hier können wir aber nichts machen, wie ich sehe. Außer begutachten. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich kann diese Musik nicht nachmachen. Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Ah, hier ist eh eine Sackgasse, gut. Meint ihr, wir schaffen den bestimmt, oder? Guck mal. Ah, der hat dieses Pech, okay. 12. Hier, Käsewurf. Ja, ich bin müde, ich weiß. Okay, der ist schon mal weg. Dann haben wir noch ihn hier, Bria. Palmschütter, aua, das hat weh. Machen wir Doppel-Eb. Oh Gott. Ah, cool. Der ist cool. Der ist echt cool. Naja, egal. Egal, ich habe gleich erfahren, dass man bekommt kein Minusgeld, wenn man stirbt. Finde ich ganz gut. Wenn wir jetzt Folge halten, dann können wir jetzt den Trainer da eigentlich auch machen. Oh. Weg. Schnell weg hier. Machen wir den Trainer mal. Jetzt sind wir ja voll geheilt. Och nein. Oh, der sieht aber auch cool aus. Oh, ein Geistertyp. Ist auch cool. Aber wir haben keine Nexo-Traps. Jetzt muss ich kämpfen, oder? Ist okay. Von mir aus. Bitteschön. Und Impulssturm reicht auch. Reicht nicht? Oh, Mist. Mist jetzt aber. Ja. So, schwingt mir jetzt nicht wieder hier vor die Füße, danke. Ja, gegen dich gewinne ich doch easy, oder nicht? Machen hier Blitzgebrüll. 12, perfekt. Aber du machst ganz schön guten Schaden. Betäubt. Das gefällt mir nicht so. Und ausgewechselt. Blitzgefühl, aua. Wir holen Brian nochmal rein. Und machen Geschosssamen. Und nochmal Geschosssamen. Und dann Flauschling. Hallo. Glatteis. Aua. Oh, ich sehe gerade, mein Fending hat einen Dings mehr als vorher. Ein Ausdauerpunkt.
Also steigt der dann vielleicht auch noch mit? Das fände ich cool. Finde ich echt cool. Sehr schön. Ich frage mich auch, ob wir die Nexomon sich entwickeln können. Aber bestimmt, oder? Ah doch, doch, hat doch der eine Typ auch gerade gesagt, dass man das hier fangen kann und das dann anschließend entwickeln kann. Stimmt. So, wir müssen hier einmal nach oben. Hier waren wir nämlich noch nicht. Und okay, eine Kiste. Begleiter Gliedle. Hier ist auf jeden Fall nichts. Okay, okay, wir gehen hier mal hin. Hier ist aber auch nichts. Seltsam. Sehr seltsam, aber wunderschön hier. Was gibt's hier für Dinger? Oh, eine Moskito, eine Lakrito, Stromschlag. Okay, geil, so viel. Dann Zwillingstornado. Und anschließend Glatteis. Sehr schön. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt noch eben zum Dorf zurück, heilen meine meine Nexomons. Obwohl, wir sind doch nicht nach rechts gegangen. Oder war hier die Brücke kaputt? Ja, da ist die Brücke kaputt. Okay. Leute, das sind die Dracheninseln. Dann werden wir... Warte mal eben, geht's denn noch irgendwie nach rechts? Nee, eigentlich nicht. Hier ist ja was drin. Habe ich auch nicht gesehen. Ja, Leute, dann werden wir nächstes Mal wieder runterfliegen. Oder ich mache das offscreen. Und dann geht es los mit der ersten Mission der Gilde. Würde ich einfach mal sagen. Ja? Dann bis morgen. Euer Kapitän haut rein und ciao.